Hier stehen wir, haben das kleine Mädchen traurig gemacht und den Blutedelstein trotzdem verloren. Na toll. Wie kommen wir denn jetzt zu dieser Frau, der wir dann vielleicht die Zuflucht anbieten können? Du bist doch hier Navi, Michi. Ja, da müssen wir wieder zurück. Da, wo die Werwölfe waren. Also wieder die Okay. Brücke hoch. Ich finde das übrigens, dass gerade eben ist ja so wie sonst immer Samstag Spätabend läuft. Das Mädel traurig gemacht und trotzdem die Trotzdem nichts ganze davon Kohle auf gehabt. den Kopf gehauen. Ja. Und jetzt da? Da runter, genau. Hier Nee, runter? nee, Nee. die Brücke vor. Und dann links durch das Haus? Genau. Du kannst auch rechts, du Ah. kannst, nee, warte, du kannst auch rechts dich runterrollen, dann sparst du dir das Haus nochmal. Nee, wo waren das? Nicht so weit vor, da kommen die anderen. Stopp, 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 läufst nie rein. Laufe Da, wo niemanden es irgendwo rein. seitlich runter geht. Da so. Und darunter. Und rechts vor. Und dann die Hunde zerdreschen, wenn die wieder da sind. Yes, they are. Whip it. Whip it good. Hinter mir noch was, ist lang so fies. Ja. Ich glaube, das ist nur. Der kommt ja nochmal hier die Treppe hoch. Stink kommt da hoch. Man weiß aber nicht, wer sich da losreißt. Alter. So, woanders, was ist denn da los? Ja, ich höre das auch. Ach, egal. Das ist die andere Box da hinten. Wurscht. Ach, okay. Ich versuche das. Martin, du spielst in der Zeit mal weiter. Ich bin ganz kurz mal einen Arzttermin wahrnehmen. Okay, Michi repariert die Technik. So, dann verhaue ich die mal hier alle, damit die nicht mehr auf den Sack gehen. Und auch du, auch du. Sehr gut. Blutechos bis zum Abwinken. Ah, hier ist es, genau. Du bist, das ist echt gut drauf inzwischen schon, irgendwie. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Es sei denn, ihr habt einen schönen. Also, was wisst ihr? Ein Fremder, der etwas taugt. Na los, steht da nicht so herum. Habt ihr nichts zu tun? Schlitzt ein paar Kehlen auf. Bringt dieses Chaos in Ordnung. Danke. Oh, ich habe genug von euch. Zieht weiter. Hopp, hopp. Das lohnt sich Oh, total, ich den habe Leuten hier irgendwie genug zu von euch. helfen. So, wo wollen wir denn jetzt hin? So, ich bin vom Arzt wieder da. Ich habe auch so eine Blutpest. Wo wollen wir es denn jetzt machen? Wir haben ja, ging es bei dem Boss noch weiter? Wir können mit dem Schnellreisesystem weiter und dann da in dieser Kathedrale weitergucken. Genau. Also einfach die Brücke hoch. Stimmt, da geht's am schnellsten. Dann können wir auch mal kurz aufleveln zwischendurch. Wir haben nämlich 5.500. Ist dir eigentlich bewusst geworden, ich habe das heute erst gecheckt, ich dachte immer, dass Bloodborne Ja. etwas von Blut, das ist irgendwas in Richtung Blut geboren. Ne, Born heißt ja tragen, also Genau, Träger, ist also bei dir eine so wie Krankheit, Krankheit. richtig. Und das habe ich auch nicht gecheckt. Okay. Und ich glaube, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Spielepresse das auch nicht gecheckt hat. Weil halt alle versuchen, verkünsteln sich halt in irgendwelche Überschriften mit Blut und geboren und so. Nee, es geht um die Krankheit, dass man Ja. eine Krankheit Wie mit Blut trägt. übertragen wird, Eine ja. Born. Das heißt ja auch Airborne zum Ja, Beispiel. genau. Eine Airborne, das heißt eine Krankheit, die durch Luft übertragen wird. Das ist Ja. eine Krankheit, die durch Blut übertragen wird. Da hätten Sie mal den Lee gefragt. Leber nicht. Haben wir die all? Erst schon. Und dann gehen wir hier oben lang. Bloß hier links hatten wir halt noch nicht. Ja. Die hatten wir halt noch nicht. Du kannst doch einfach den anderen Checkpoint nehmen. Die machen manchmal so komische Sachen, ne? Und Flinky. Dass sie da noch gehen können. Ja, das war mir zu.
Ich habe übrigens ja als Ausrede, dass ich immer Reclaim statt Regain sage, dass ich so viel Halo gespielt habe, weil man da doch der Reclaimer ist. Was ist deine Ausrede? Hm? Wohl nicht richtig lesen können. Hm? Nicht richtig aufgepasst. Hm? Wie immer. Ein Rabe ging auf dem Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. So. Ha. Ja. Das ist auch ein Sprungclub. Ich übe für die Aufnahmeprüfung. Da hast du einige Hürden zu überwinden. Das Wichtige ist halt, wenn du länger im Sprungclub bist. Ich habe keinen Blutedelstein, ich gehe mir trotzdem kurz hoch mit dem Werkzeug. Wenn du länger im Sprungclub bist und halt so, oh! Vielleicht kommt jetzt hier dein Spruch zu Ende. Dann musst du sicher gehen, dass du nicht abhebst. So, mit der Zeit. Aber gut. War gar nicht so gut. Mond ist okay. Nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch, so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Das ist auch der Kelch, braucht man für die Grabsteine da vorne, ne? Mhm. Glaub ich. Die meisten der heiligen Kelche liegen tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jäger sagen, wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen aus Furcht vor der Plage und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Einer der heiligen Kelche wird dem Weiler im Tal angehen. Ich glaube, das ist auch nochmal neuer Text. Ein Ort der Bestien. Nee. Der perfekte. Genau das gleiche. Ich glaube, das war nochmal die TLDR-Variante. Oh, doch nicht. Geh mal an die Werkbank. An welche? An die hier? Ja. Jetzt nämlich. Oh, und jetzt machen wir den Stock mit Blutedelsteinen. Aber haben wir überhaupt welche? Mach doch mal. Haben wir welche? Nö. Nee, kann nichts machen. Du hast ja die Vermutung, dass man vielleicht, wenn man die, Was? Meinst du, es hat irgendwas gebracht? Nee, jetzt noch nicht was anderes. Meinst du, es hat irgendwas gebracht, dem Mädel das trotzdem zu geben? Das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben ja schon so ein bisschen vermutet, dass man den Blutedelstein vielleicht verliert. Ja. Und haben es ja trotzdem gemacht. Meinst du, man hat irgendwas davon? Oder ist es nur... Könnte schon sein, dass es einem später noch geholfen wird. Ich hatte vorhin eher so die Theorie, dass wir diese Spieluhr beim Boss hätten benutzen müssen. Und der dann anders reagiert hätte und auch sie anders reagiert hätte. Dass man vielleicht irgendwie noch so eine Art Abschiedsbrief oder sowas dazu kriegt. Aber ich nehme mal an, das ist dann eine Geschichte für New Game Plus oder so. Ja, das hat mich auch ein bisschen geärgert, dass man überhaupt keinen Hinweis bekommt, sozusagen. Lebt wohl, Jäger. Dass man vorher weiß, dass es jetzt diese Stelle ist. Mit dem Vater. Ja. Man findet die Brosche erst nach dem Kampf. So, was machst du denn da jetzt eigentlich gerade? Ich benutze, guck, ob ich noch paar. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Gegenstände, um mehr Blutechos zu bekommen. Okay. Willkommen. Aber da hätte ich nämlich zwei Level aufleveln können. So kann ich nämlich nur ein Level aufleveln. Lasst mich. Oh, Käse. Dann Kathedralenbezirk. Gehen wir zurück in den Grab. Ne, doch, Kathedralenbezirk, genau. Ueodons? Ueodons? Mach mal Kathedralenbezirk. Das Grab ist halt, wo wir ihn gekillt haben, ja. Ja.
Poseidons. Das fand ich bei Dark Souls aber schöner, dass da mal so ein kleines Bildchen dabei war, wo man hinfährt. Schon, ne? Also irgendwas können sie schon zeigen. Weil wenn man da eh erst hinlaufen muss, spoilert man ja auch nichts. Nee, das wäre schon ganz nett, irgendwie das Gebiet nochmal einfach eine schöne Ansicht des Gebiets oder so. Hätte wahrscheinlich aber dann die Ladezeit nochmal um 30 Sekunden verlängert. das Bild zu laden erstmal. Soll ja angeblich ein Patch kommen. Vielleicht gibt es diesen Patch ja schon, während wir uns hier noch drüber mokieren, aber ja, während wir spielen... Wir haben ja vorhin alles runtergeladen, was geht. Ja, also nicht... nicht wenn es ausgestrahlt wird, meinst du? Genau, also sie haben selber wohl angekündigt, From Software, dass sie daran arbeiten wollen. Warum ist das nicht vorher aufgefallen, so in den 2 Jahren Entwicklungszeit oder so? Ach, die spielen doch ihre Spiele nicht. Wollen wir noch was Neues zu sagen hat? Nachdem wir jetzt jemanden hingeschickt haben, hat er schon gefressen. Ah, der Jäger, danke. Diese alte Frau, ihr habt ihr von diesem Ort erzählt, ja? Lecker, lecker. Ja, sie redet nicht besonders viel, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall gut, dass sie am Leben ist. Ha! Neue Geste. Oh, zeig mal. Wenn ihr gesunde Überlebende schickt, sie zu... Diese Sache am Ende, ja. Denke ich immer so, warte, soll ich das wirklich machen? Das überzeugt mich. Ich kann mir total gut vorstellen, dass man irgendwann hier wieder zurückkommt und dann merkt man zum einen, dass das Unterteil von dem hier so ein Monster ist oder so und dass er die alle gefressen hat. Das ist ja so super. Aber wir haben immerhin hier eine neue... Ja, jetzt können wir halt uns Heilkrank reinhauen und so chuckern. Ich chucke aber nur mit Heilkrank. Ich mach mir erstmal jetzt hier. Wenn ihr Überlebende findet, bringt sie hierher und macht dann bitte alles kaputt, was ich hier in unserem Heiligtum aufgebaut habe. Ach, da sitzt die jetzt, guck mal. Also noch geht's ihr anscheinend ganz gut. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert, verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Haben sie da jetzt auch noch so eine Pegida-Aktivistin reingepatcht? Ihr bleibt weg von mir. Ich kenne alle eure Tricks. Na gut. Scheißfremden, echt immer. So, und jetzt die Kathedrale gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Da sind Tür. War hier oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das ist ein geiles Spiel. Mhm. Meine Herren, links, links raus. Da geht's auch noch raus. Ich glaub, geh mal an diese Altäre dahin, die da links und rechts mit den Leuchtern, ob man da was machen kann. Nö. Andere Seite. Auch nett. Nope. Mitte. Dann geh ich mal hier raus. Ja, in die Mitte doch. Nö, ich würde hier rausgehen. Also, geh doch in die Mitte. Warum denn? Weil es da rausgeht. Man ist hier so hinten noch so ein Friedhof oder so. Das hätte nur noch einen so einen Raum, glaube ich. Das ist vorbei. So. Ah. Ich dachte, es ging hier auch weiter. Ach so, ja. Hm. Der geht auch weiter. Ja, hast du recht. Da erstmal links jetzt den kleinen Ausgang. Da gehen wir auch gerade so. Was, ist nur einer war oder wieder eine längere Prozession? Hier ist nur einer. Ist das schon böser, oder? Ja, wie ich ihn anvisieren kann. Der sei wie wenn man einen Fritz schlagen würde. Die sind aber auch geil, oder? Ja, kommt in unsere Kapelle, hier ist total sicher. Wir haben 2 Türen, an denen niemand bewacht ist und direkt vor der Tür sind irgendwelche Bösewichte. Wow, wow, Zylinder! Boah, Vorsicht, 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 Vorsicht! What? 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 Wahnsinn, was ist das denn? Was ist, wo, was? What? Hä? Was war das? Was hat das mit dem Wahnsinn auf sich gehabt? Was? Sind wir denn jetzt noch da, wo wir waren? Ja, hier ist der Ausgang der Kapelle. Ich dachte auch, ist das, weil wir das Zeug genommen haben? Ja, aber... Dass das irgendwie jemandem gehört... Schau doch mal die Sachen an, die du genommen hast. Ja, sofort. Ich geh zur Kapelle, haben sie gesagt.
Ah ne, jetzt muss ich unten wechseln, ne? Ja, guck so erstmal an. So, wie sieht das aus? Die Stats sind schlechter, zum größten Teil. Aber es könnte halt natürlich wahnsinnig stylisch sein. Was ist denn Bestientum ganz unten? Kann ich mir das irgendwie stoppen? Kann ich mir das irgendwie angucken, die Stats? Kann ich irgendwie reintun? Ja, nochmal zurück. Schutz, Hilfe. Da. Je höher dieses Attribut, desto näher bist du der Bestie bei kurzzeitiger Transformation. Das ist mit diesem Frenzy bestimmt, was du irgendwie schon mal erwähnt hast. Aber wie es genau funktioniert, wissen wir natürlich noch nicht. Okay. Und dann gibt es dieses Wahnsinn, das hatten wir ja auch schon, Resistenz. Resistenz gegen das Wahnsinnsverlockung. Je höher dieses Attribut, desto resistenter bist du. Da hatten wir anscheinend ja keine Resistenz gerade, weil wir halt die volle Wahnsinnspackung bekommen haben. Weird. Dann gibt es Gift. Ach so, habe ich das eigentlich mit der Einsicht erzählt? Schnelle Vergiftung, gleich. Du kannst gleich erzählen, nee. Langsame Vergiftung, schnelle Vergiftung. Okay. Ich zieh's einfach mal an, damit wir sehen, wie es aussieht. Und du kannst ja langsam das erzählen. Also Einsicht bekommst du halt vom Boston. Ja. Und, oder auch aus diesen Schädeln raus, die können übrigens auch alle mal essen. Und damit schaltest du halt Progress im Spiel irgendwie frei. Wie Progress? Also da passieren halt dann Sachen, wenn du das... Ah, die Geschichte geht irgendwie weiter, also ja. Sachen passieren in der Spielwelt, okay. Gegen Stumpf ist es besser und gegen Blitz und halt gegen Gift vor allem, aber ansonsten... Ist aber es ist halt eigentlich voll der Style. Ich zieh's mal alles an und dann gucken wir mal. Das ist das Gleiche, oder? Das ist das Gleiche? Nee, ist ein bisschen schlechter. Guck dir andere Werte. Ich zieh's mal an, weil es könnte anders aussehen. Die Handschuhe sind tatsächlich gleich. Von den Werten auch. Die Hose. Well, hello, sir. Well, also jetzt, aren't you a dapper chap? Also jetzt passt er perfekt zu unserem Outfit. I like it. Ganz kurz gucken. Der Mantel ist auch ziemlich geil, oder? Ja. Mal ganz kurz. Der andere... Also das ist tatsächlich ein anderer. Ja, ja, der hat diesen Überwurf nicht. Der ist sehr ähnlich, hat aber den Überwurf nicht und deswegen ein bisschen ganz geringfügig leichtere gegen stumpfe Waffen. Aber gegen Wahnsinn und gegen Bestientum besser. Und ich muss sagen, das ist so geil. Ja, I totally agree. So, gucken wir uns hier mal um. Was das eben war, ist irgendwie halt so eine Wahnsinnsattacke. Wahrscheinlich, wenn man Resistenz hat, kann man da vielleicht... Ist hier vielleicht irgendwo so ein Fernkampf-Magier oder sowas, was uns da beschossen hat, weil wir... Ich bin davon ausgegangen, dass es getriggert war durch das Aufheben. Das hat mich halt gerade eben an die besten Stellen von Eternal Darkness erinnert. Boah, das steht auch auf unserer Liste. Ja. Ganz oben, das ist ein geiles Spiel. Wow. Vorsicht, weg da, weg da. Was ist denn da? Schau mal, steht da auf der anderen Seite einer? Da hinten, da oben. Oder unten? Da oben. Wo? Ist das das Kreuz? Leuchtet das nicht? Nee, das ist reflektiert nur so. Krass, ne? Ich geh mal hier hoch. Wow! Na dann. Was ist das denn für einer? Moin. So fancy aus, da werden wir erstmal schön. Nein, ich hab den falschen Links angewählt. Ich hab extra gemerkt, Depp. Ey! Der hat aber auch so einen geilen. Boah, fuck. Ich hab mich auch nicht so wahnsinnig viel abgezogen. Naja. Wird schon gehen. Wow! That was half for a life bar. Chaka. Zehn immerhin. Wenn man da ausweicht. Sehr langsam. Das geht schon. Glaube ich. Vielleicht dreht er nochmal auf. Mal gucken. Ja, ja. Wow. Nee, dann hat er doch mal Lust, damit zu spielen.
würde da nicht so weit in die Richtung, weil da ja dieses Wahnsinnsding kam. Der war das bestimmt nicht, oder? Glaube ich auch nicht, das würde nicht zu dem passen. Den kenne ich ihn auch schon so gut, weil... Ja, aber ich weiß nicht, das ist jetzt eine Magieattacke und der wirkt doch eher stumpf. Ich muss im Rock gucken hier. Boah. Der war nicht so wirklich schwer. Also aber trotzdem, der hätte gerade auch mal so fies ausgeholt. Beeindruckend. Puh. Ja. Okay. Interessant. Ganz schön neues Gebiet hier. Das sammle ich mal eben noch auf. Das könnte ich mir noch. Oh, nice. Blutsteinscherben. Könnte sogar genug haben. Cool. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, großes neues Gebiet, was du in der nächsten Folge erkunden kannst. Und vielleicht entdeckst du ja auch diesen komischen Typen, der uns da mit Wahnsinn belästigt. Mach ich. Bis dann. Ciao.